Herr Trapp, Herr Braun, ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Frankfurt am Main im Gewerkschaftshaus. Herr Braun, wir haben Sie in der Vergangenheit ja schon häufiger interviewt. Dennoch gibt es viele neue Abonnenten, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Herr Trapp, wir hatten Sie in der Vergangenheit noch nicht interviewt. Wären Sie daher beide erstmal so nett und würden sich für unsere Zuschauer kurz vorstellen? Ich war damals im Jahr 1980 Mitglied der Bundesgeschäftsführung der Deutschen Friedensunion, einer Organisation, aus deren Reihen auch dieses Gespräch im Seidenweberhaus in Krefeld angeregt wurde. Und ich habe diese ganze Sache in all den Jahren unterstützt. Ja, ich war zu der Zeit, ich bin mit meinem Studium fertig geworden und bin dann ab 1982 Mitarbeiter der Krefelder Initiative geworden und bin das auch bis zum Ende 1990 geblieben und bin gleichzeitig dann später auch in den Kreis der Initiatoren aufgenommen worden. Es war meine erste friedenspolitische Tätigkeit nach Abschluss meines Studiums. Beginnen wir mit dem Thema, auf das wir uns heute konzentrieren möchten, dem Krefelder Appell. Bitte stellen Sie dieses historische Ereignis vor, wie es entstanden ist, wer seine Initiatoren waren und was seine Hauptforderungen waren. Die Initiatoren waren vor allem also Gerd Bastian, dann die Frau Kelly, dann der Josef Weber. Josef Weber war auch nicht ein General, aber immerhin ein Oberst im Generalstab, ein ehemaliger. Dann kam noch eine ganze Reihe von Niemöller beispielsweise, weiter Professor Ritter und einige andere noch dazu. Und die haben gesagt, die Situation ist jetzt so gefährlich, dass wir alle Vorbehalte, die es untereinander bisher gegeben hat, dass wir die zurückstellen müssen, um gemeinsam dieser anwachsenden Kriegsgefahr entgegentreten zu können. Und das wurde dann gemacht, im Seidenweberhaus eine längere Tagung. Es gab viele eindrucksvolle Referate. Und der Gerd Bastian hat einen Text mitgebracht, der ungefähr eine Dreiviertelseite lang war, von dem klar war, dass den der Gerd Bastian geschrieben hat und der nicht in Moskau oder in Ost-Berlin geschrieben wurde, weil wenn man Reden von Bastian und diesen Text nebeneinander legte, dann konnte man erkennen, dass das identisch war und dass es von ihm stammt. Und dass dann dieser Text kürzer wurde, dass die Bundesregierung aufgefordert wurde, ihre Zustimmung zur Stationierung von Pershing 1 und Großmitteis zurückzuziehen, ist darauf zurückzuführen, dass als dieser Appell fertig war und die Veranstaltung beendet war in Krefeld, ich beauftragt wurde, damit in die Welt zu gehen mit diesem Text. Und da bin ich zuerst nach Kassel gegangen, ins Audimax überfüllt und habe den Text vorgelesen. Und dann reckten sich die Finger hoch und der hat die Ergänzung gehabt, der wollte das gestrichen. Also wie das bei deutschen Studenten wahrscheinlich auch heute noch so ist. Und daraufhin habe ich die Initiatoren angesprochen und habe gesagt, wir können das nicht zur massenhaften Unterschrift nehmen. Wir müssen den einen Satz daraus nehmen. Und dann haben die zugestimmt. Und das war der Glücksfall, dass wir uns konzentriert haben auf das Wesentliche, was auch verständlich war. Das Besondere dieser Situation war, glaube ich, dass erstmals Kräfte aufeinander zugegangen sind, die vorher nicht zusammengearbeitet haben. Das war damals sehr, sehr stark die neu in der Entwicklung befindliche Grüne Partei, für die sinnbildlich Petra Kelly stand. Das war der damals noch CDU-Mitglied seiende General Bastian, der einfach Sorge hatte und das erste Mal sich von seiner eigenen Vergangenheit distanzierte. Das war der alte Antifaschist Niemöller, der junge Jungdemokrat Christoph Stresser und der für die historisch traditionelle Friedensbewegung stehende Oberst Josef Weber. Dass die trotz vieler Differenzen in ganz vielen Fragen gesagt haben, in der jetzigen so gefährlichen Situation, wo, und das wussten wir ja, die Amerikaner, die USA unter Reagan den begrenzten Atomkrieg für Europa vorbereiteten, die Dokumente konnte man lesen, dass die gesagt haben, nein, und sich auf diesen wunderbaren einen Satz verständigt haben, der, und das ist vielleicht das historisch einmalige Krefelder Appells, dann wirklich die Massen ergriff.
Also da kann man jetzt Karl Marx oder Victor Hugo zitieren, wenn eine Idee die Massen ergreift, wird sie zur materiellen Gewalt. Das wurde sie dann durch ganz viele, die diesen Appell aufnahmen und in die Welt hinaustrugen. Und was vielleicht noch fast so wichtig ist wie die Unterschriftensammlung mit den am Ende ja fast 5 Millionen oder 5 Millionen, war, dass damit eine dezentrale Friedensinitiativbewegung in Westdeutschland entstand, die es historisch nie gegeben hat und die es bis heute in vielen Ansätzen noch gibt. Also die ganz vielen Initiativen, die sich dann gründeten, gründeten sich, um diesem Appell mit Leben einzuhauchen. Und ich glaube, das war das historisch Einmalige dieses Krefelder Appells, dass, ich will das gleich jetzt schon mal sagen, auch nicht mehr kopierbar ist. Von daher bin ich ein nicht großer Freund von den Aussagen, wir brauchen wieder einen Krefelder Appell, weil wir eine völlig andere historische Situation haben. Dieser Krefelder Appell damals war ein Glücksfall, der von klugen Leuten überlegt worden ist, aber auch ein Glücksfall, weil er aufgenommen und getragen worden ist. Also es war damals eine besondere Situation. Es galt, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Und manche Menschen in unserem Land gerieten in Panik, denn sie wussten ja, dass der Atomkrieg eigentlich bei uns beginnen sollte und durchgeführt werden sollte. Denn wir waren ja nicht nur die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, sondern das war die Grenzen der Systeme, die hier aufeinander prallten oder gegenüberstanden. Und die Leute, die Furcht war so groß, dass damals auch diskutiert wurde, dass man auswandern muss, dass man in diesem Land nicht mehr leben kann. Also die Menschen wurden nicht nur von Ratio getrieben, sondern sie wurden auch von der Furcht getrieben, dass dieser Atomkrieg hier stattfinden würde und praktisch wir alle ausgelöscht werden. Viele junge Zuschauer kennen vielleicht nicht den geopolitischen und historischen Kontext dieses Ereignisses. Sie haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Würden Sie dies zunächst noch ein bisschen näher erläutern, gerade für die jungen Zuschauer, die mit diesem Ereignis noch nicht so gut bewandert sind? Können Sie weiterhin auch über bestimmte Ereignisse in dieser Zeit sprechen, die die Menschen in ihre existenzielle Bedrohung stürzten? Wenn man sich die Situation damals vergegenwärtigt, hat die, glaube ich, zwei grundlegende Aspekte. Ich bin groß geworden mit dem Ringen um die Anerkennung der DDR und die Entspannungspolitik. Die hat sich dann in den 70er Jahren weitestgehend durchgesetzt. Wir haben vernünftige Beziehungen zur Sowjetunion gehabt. Wir haben vertragliche Beziehungen mit allen Staaten Osteuropas gehabt. Wir hatten Vereinbarungen bis hin zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit. Und von dieser Politik wollte der Westen wieder weg, weil er merkte, dass geostrategisch und global diese Politik nicht zu seinen Gunsten ausging. Und dieses Weggehen von Entspannungspolitik hin zur Konfrontation fand seinen sinnbildlichen Ausdruck in der Stationierung neuer Atomwaffen in Europa. Und es waren ja nicht nur neue Atomwaffen, es waren qualitativ andere Atomwaffen, nämlich die für den Erstschlag geeignet waren, weil sie in kürzester Zeit, fast ohne Vorwarnzeit und kaum erkennbar für die gegnerischen Abwehrsysteme bei den Cruise Missiles, den anderen angreifen konnten. Es waren also Erstschlagswaffen. Und dieser qualitative neue Sprung in der Position und der Periode der Konfrontation, Reagan hat doch ganz offen gesagt, wir wollen Russland ausradieren. Der war ja jemand, der das offene Wort pflegte. Dieses war die spezifische Situation nach zu Beginn der 80er Jahre. Das manifestierte sich dann in einem Krieg, der hieß damals schon Afghanistan-Krieg, wo versucht worden ist, diese meiner Sicht nach unsinnige Intervention der Sowjetunion in diesem Land zu missbrauchen, generell zu einer Konfrontation mit dem anderen System zu kommen. Und das alles war der Hintergrund für die entwickelnde Bewusstsein bei vielen Millionen Menschen in unserem Land, boah, wir sind die ersten Opfer dieses Krieges. Wir überleben auf keinen Fall. Vielleicht überlebt ja die USA, die ist ja weit weg, aber wir auf keinen Fall. Und das hat viele, viele, vor allem junge Menschen, und die Friedensbewegung war damals eine Jugend- und Studierendenbewegung, dazu gebracht, sich in dieser Bewegung zu engagieren. Und im Endeffekt kann man ja sagen, hat auch dazu geführt, dass es als Ergebnis
der Abwehr der Stationierung ja wieder zu einer Wiederbelebung der Entspannungspolitik in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dann gekommen ist. Ja. Also es war damals so, was die jungen Leute betrifft, wie sich das heute auch deutlich abzeichnet bei den Schülern und Studenten, die auf die Straße gehen, um unsere Welt zu retten, die ja nicht nur atomar bedroht ist, sondern die auch bedroht ist, dass wir demnächst hier nicht mehr leben können. Damals hatten wir im Büro der Krefelder Initiative täglich mindestens 10 bis 15 Schüler und Studenten, die da gearbeitet haben, die die Unterschriftenlisten gezählt haben, die dann später vom notariell beglaubigt wurden und so weiter und so fort, die Pakete mit neuen Unterschriftenlisten verschickt haben und die Ansprechpartner auch für all die vielen Leute waren, die sich in den Dienst dieser Angelegenheit gestellt haben. Das war damals ja noch nicht so wie heute, dass man einfach auf den Knopf gedrückt hatte und hatte per Computer 100 Leute angeschrieben mit dem Appell. Die mussten ja alle noch verschickt werden. Und das Engagement war damals so groß, wie wir es heute glücklicherweise wiederfinden bei den neuen Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Wie war die Reaktion des politischen Establishment und der Medien damals? Das wäre interessant zu wissen, wie die Medien reagierten, da die Medienlandschaft anders aussah als heute und das Internet damals der breiten Masse nicht zugänglich war. Es gab es noch nicht. Ich will gar nicht sagen, ob Gott sei Dank oder nicht, das ist eine andere Debatte. Aber sagen wir so, die Reaktion, was wir heute als Qualitätsmedien bezeichnen, die ja damals noch faktisch ein Monopol auf Berichterstattung hatten. Also ich will nur mal sagen, die Bild-Zeitung hatte damals pro Tag 12 Millionen Abonnenten, die sie kauften. Die kostete zuerst 10 Pfennig oder 15 Pfennig. War vergleichbar wie heute. Totschweigen, negieren und diffamieren. Da hat sich nichts geändert. Ja. Der Krefelder Appell hat seine Anerkennung durch die Menschen erringen müssen, nicht durch die Medien. Die Veranstaltung in Krefeld wurde totgeschwiegen. Als es die erste Million Unterschriften gab, sahen sich die mehr linksliberalen Blätter veranlasst, doch schon mal darüber zu berichten. Aber dann immer mit dem Nebensatz, ist das nicht von Moskau oder von Ost-Berlin oder von wem gesteuert und, und. Dass Menschen sich selbst zu Millionen engagieren können und sich einmischen können, war für die nicht nachvollziehbar. Das dauerte ganz lange. Ich erinnere mich dann noch an die erste große Demonstration im Oktober 1981. Da gab es ein Flugzeug, organisiert von der CDU-Bundestagsfraktion. Da stand oben drüber oder hing am Schwanz in dieses Flugzeug, wer demonstriert in Moskau? Es war für sie kaum vorstellbar, dass 300.000 aus freien Stücken in der Bundeshauptstadt demonstrierten. Die Geschäfte waren zugenagelt an dem Tag. Die Cafés machten dann um 1 Uhr auf, weil die Kaffeebesitzer Gott sei Dank so schlau waren, dass sie an diesem Tag das Geschäft ihres Lebens machten. Weil die Leute natürlich irgendwo essen und trinken wollten. Aber das war die Atmosphäre. Die Atmosphäre war eine kalte Kriegsatmosphäre. Und wenn wir an den Infoständen standen und Unterschriften sammelten, es gab noch so einen Standardspruch. Geh doch nach drüben. Die kann man sich heute 30 Jahre bei Wiedervereinigung kaum noch vorstellen. Aber das war der Spruch, mit dem gesagt worden, also man kann sich darauf nicht einlassen, man muss doch die Blockkonfrontation und den Hass gegen die andere Seite weiter pflegen. Also die Erkämpfung der Anerkennung ist durch die Menschen geschehen, die diesen Appell zu ihrer Sache machten. Ja. Überall in der Gesellschaft. Also die Leute, die diesen Krefelder Appell überall auch kämpferisch unterstützt haben, die bekamen natürlich auch Rückhalt von der großen Zustimmung, die es gegeben hat. Die reichte von Abendrot bis Sverens und die ganze Liste dazwischen der Prominenten, die es da in Deutschland gegeben hat, die auf der Seite des Friedens standen und auf der Seite der Vernunft. Und dass es da immer noch Leute gab, die auch dagegen waren, die waren ja auch zum Beispiel der Bundesgeschäftsführer der SPD, der hat damals abgeraten, das zu unterschreiben, weil, und da kommt der ganze Argumentationsschwanz, von dem sich dann aber niemand beeindrucken ließ, weil wir wussten einfach, das ist die Sache, zu der müssen wir stehen, weil es dazu keine vernünftige Alternative gibt. Und ja, Gegenstimmen.
Und das also wir haben mal, wir können ja mal eine Liste machen, wer eigentlich nicht unterschrieben hat. Die wäre ganz klar, also von Prominenten, weil die große Zustimmung war, wie ich bereits gesagt habe. Also man darf sich die Ausgangsbedingungen auch, muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Wir sind ja angetreten gegen alle Parteien des Deutschen Bundestages. Es gab ja keine linke Opposition im Bundestag, die Grünen waren noch nicht drin. Die kamen erst 83 das erste Mal in den Bundestag. Also im Bundestag gab es eine Zwei-Personen-Gegnerschaft. Das waren die Abgeordneten Kopping und Hansen. Und sonst war es einheitliche Meinung, dass man diese Raketen brauchte. Das war die Ausgangsbedingung. Und diese Ausgangsbedingungen haben wir in der Hinsicht verändert, dass wir die damals doch größte Volkspartei, nämlich die SPD, in einem zweieinhalbjährigen Ringen von einer Pro-Raketenpartei zu einer Anti-Raketenpartei verändern konnten. Willy Brandt sprach dann 1983 auf der großen Demonstration. Trotzdem sind wir alle, und ich muss sagen, ich bin da als jünger Mann immer stolz drauf gewesen, mit ausführlichen Beschreibungen im Verfassungsschutzbericht gewesen. Also wir waren eigentlich Verfassungsfeinde, obwohl wir nichts anderes wollten, als das Überleben dieses Landes mit zu sichern. Also die Atmosphäre war schon nicht nur freundlich und die Veränderung der Atmosphäre ist durch die Bewegung erzwungen worden. Sie haben jetzt gerade die Parteien und Initiatoren erwähnt, die am Krefelder Appell teilgenommen haben. Doch wie war genau die Dynamik und die Chemie zwischen den Parteien? Gerd Bastian und Petra Kelly, die Sie beide bereits erwähnt haben, die haben den Appell verlassen, weil die Krefelder Initiative nicht gegen die Verhaftung von Pazifisten in der DDR protestierte oder die Forderung nach atomarer Abrüstung nicht mit der Forderung nach Menschenrechten verbinden wollte. Die haben ja den Appell nicht verlassen. Bis zur Stationierung der Atomwaffen war Petra Kelly und Gerd Bastian eifrige Mitkämpfer. Wir haben natürlich mit der Stationierungsbeginn, das ist eine Zäsur gewesen. Es war natürlich auch für uns eine große Niederlage, dass wir es nicht verhindert haben. Helmut Kohl hat ja seine eigenen Memoiren geschrieben, ich hätte es nicht ein halbes Jahr länger durchgehalten. Also wir waren schon kurz davor, erfolgreich zu sein. Und diese Zäsur führte natürlich bei vielen zu neuen Überlegungen, wie es weitergeht. Welchen Fragen man sich widmet. Muss man noch auf diese sogenannte Ein-Punkt-Bewegung setzen? Oder muss man viel breiter werden? Und da gab es natürlich auch unterschiedliche Positionen. Und den Weg, der bis zur Stationierung gegangen wurde, gingen eben nicht alle die nächsten Etappen gemeinsam. Was überhaupt nicht zu irgendwelchen feindlichen Verhältnissen zu Gerd Bastian und Petra Kelly geführt hat, sondern es trennten sich einfach Wege, die eine Etappe zusammengegangen sind. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Petra Kelly und Gerd Bastian bis zu ihrem so schmerzvollen Lebensende immer den Weg des Friedens gegangen sind, was in der Mehrheit der Grünen Partei ja schon damals dann umstritten war. Also von daher hat für mich dieser Appell und diese friedenspolitische Ausrichtung immer eine Ausstrahlung gehabt, auch wenn sie meinten, dass eine blockübergreifende Friedensbewegung mit Veränderungspotenzial auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs einen höheren Stellenwert hätte, als andere es eingeschätzt haben in diesem Kreis. Damit musste man dann umgehen und das haben wir nach 84 und nach Ende 83 dann auch eigentlich in sehr solidarischer Form hinbekommen. Was ist jetzt also mit dieser Bewegung geschehen? Warum hat sie sich am Ende dann aufgelöst und ist nicht mit dem gleichen Schwung in die 1990er Jahre und darüber hinaus wirksam geworden? Also die Krefelder Initiative hat sich ja nicht aufgelöst, sondern sie hat weitergemacht. Einiges wurde ja schon genannt, aber die Situation hat sich verändert und es musste einfach überlegt werden, wie können wir den neuen Herausforderungen gerecht werden in anderer Weise. Und deshalb musste auch die Form des Protestes verändert werden. Und deshalb hat die Krefelder Initiative zwar doch bestimmte Dinge veranlasst und angeschoben und insbesondere die sogenannten berufsbezogenen Initiativen, die ja zum Teil heute noch bestehen, die entstanden damals und haben jeweils ihren Kommentar und ihren Druck gegeben und haben organisiert und so weiter und so fort. Aber es musste einfach etwas Neues, etwas anderes kommen. Und das andere kommt meines Erachtens jetzt ja in Form unserer neuen Initiative Abrüsten statt Aufrüsten. Weil da potenziert sich ja der Wahnsinn von damals. Und wir sind heute auch
noch so geschickt, dass wir auch immer sagen können, was man mit dem Geld alles anfangen könnte in der Situation, wo praktisch die Städte verarmen, die Länder verarmen und es immer alles viel chaotischer wird. Also wenn wir die 2%, das ja viele Milliarden sind, wenn wir die einfach jetzt mal einsparen und nicht darauf hören, was von den USA uns rübergeschwappt ist und dann freudig von der NATO aufgenommen wurde, dass man die nächsten 2 Milliarden jetzt ausgeben muss, nicht 2 Milliarden, sondern 2%, dass man die jetzt ausgeben muss für weitere Rüstung, da sieht man doch den ganzen Wahnsinn. Also, und die Propaganda, die darum herum kommt, angesichts dessen, dass die NATO sich nun rund um Russland herum versammelt und aber sagt, wir bedrohen die aber überhaupt nicht, sondern das muss aus Sicherheitsgründen gemacht werden, zeigt doch auch, wie problematisch die Situation ist heute. Also ich habe heute gelesen, dass die Bundeswehr jetzt auch den Atomkrieg wieder übt. Nicht nur in Büchen, sondern überall. Wie soll denn das funktionieren? Also ein Atomkrieg, der nur punktuell irgendwo zerstört und den Rest leben lässt. Und wer soll denn auf diesen drüber leben? Also dieser große Wahnsinn, dem wollen wir weiter entgegentreten und deshalb haben wir jetzt diese Initiative Abrüsten statt Aufrüsten. Und wir hatten hier am Sonntag eine sehr interessante Konferenz mit der großen Zustimmung. Dazu kann ja der Rainer vielleicht noch mal etwas nachher sagen. Der Krefelder Appell ist ein Kind des Kalten Krieges. Da ist er geboren, in der zufälligsten Konfrontationssituation des Kalten Krieges, Nein zu diesen Atomwaffen zu sagen. Der Krefelder Appell hat sicher maßgeblich mit dazu beigetragen, Gorbatschow schreibt das ja auch, dass der Kalte Krieg überwunden werden konnte. Und im Endeffekt war der Krefelder Appell erfolgreich, weil weder Cruise Missiles noch Pershing II in Europa stationiert worden sind, sondern mit dem INF-Vertrag 1987 unterschrieben, 88 ratifiziert, abgezogen worden ist. Also kann man auch sagen, das Werk des Krefelder Appells ist erfüllt worden. Das ist die positive Botschaft. Die zweite, das darf man auch, glaube ich, überhaupt nicht leugnen. Wenn der Krefelder Appell ein Kind des Kalten Krieges war, mussten sich alle nach 1990 neu einstellen. Auf eine andere Form militärstrategischer Auseinandersetzung. Es gab keine Blockkonfrontation mehr. Es gab in den 90er Jahren ein Russland, das man nicht mal mehr als schwach bezeichnen konnte. Es war ja mehr oder weniger ein ökonomischer Vasall der USA, wenn man es mal ganz deutlich formuliert. Damit gab es ganz andere Kriegsgründe, die sich dann zugespitzt im Jugoslawienkrieg 98 manifestiert haben. Also Kriege, um unliebsame Länder zu besiegen und sie willfähig zu machen. Dazu braucht es aber ganz andere Konstellationen. Dazu war der Krefelder Appell nicht mehr da und die Krefelder Initiative auch nicht. Von daher ist für mich das Auslaufen der Krefelder Initiative mit 1990 eigentlich die logische Konsequenz der Konfrontationssituation des Kalten Krieges der 80er Jahre und des Durchsetzens der Forderung, für den der Krefelder Appell gestanden hat. So, und dann haben wir uns alle mühsamst und, muss ich auch mal sagen, unter Verlust von Partnern des Krefelder Appells auf die neue Situation einstellen müssen. Wir haben ja immerhin zwei, die mit dem Krefelder Appell verbunden waren, nämlich große Teile der Sozialdemokratie und die Grünen. Spätestens mit dem Jugoslawienkrieg als aktive Partner der Friedensbewegung verloren, weil sie beide sich zu Kriegsparteien entwickelt haben. Und das verlangte natürlich auch völlig neue Organisationsstrukturen, die dann in Form von neuen Friedensbündnissen, Bundesausschussfriedensrat oder Kooperation für den Frieden, auch in den 80er und Beginn der 90er Jahre entwickelt worden ist. Ich glaube, Bündnisse, und das sollte man eher viel häufiger betonen, sollten immer eine zeitliche Lebensgrenze haben. Und wir sollten nicht den Anspruch haben, dass sie historisch uralt werden, weil dann werden sie auch manchmal zu Relikten. Und ich glaube, dass es ganz klug war, den Krefelder Appell 90 auslaufen zu lassen und uns dann insgesamt mit vielen, vielen Wunden und Schwierigkeiten auf die neue Situation einzustellen. Die neue Situation sieht ja jetzt so aus, dass sich verschiedene Kräftegruppierungen international darum streiten, wer die Vorherrschaft erringen wird in der Welt. Dazu sehen ja nicht nur Russland, die USA, China und auch eine ganze Reihe kleinerer Staaten,
Und es geht einfach darum, wie kann man das schaffen? Das kann man natürlich wirtschaftlich probieren und schaffen. Aber andererseits ist im Hintergrund auch immer, dass die militärische Variante weiter mitgedacht wird. So, und deshalb ist es relativ nachvollziehbar, warum diese Mächte auch aufrüsten gegeneinander. Weil es einfach darum geht, wer beherrscht die Welt. Und da ist das, sind das nicht mehr die USA alleine, die haben eine große Konkurrenz. Wenn der amerikanische, der jetzige, nicht mehr gewählt wird und der Joe Biden nun der Präsident wird, dann lässt sich an dieser amerikanischen Politik der Vorherrschaft, des Strebens nach Vorherrschaft, natürlich nicht viel ändern. Es wird nur etwas geschickter sein. Sie werden die Europäer einbeziehen wollen. Denn das war ja eine große Dummheit auch noch, die Welt verändern zu wollen und die Blöcke verändern zu wollen, indem man den Europäern auch noch vor den Latz knallt. Also das wird anders werden. Und unsere werden sich dann gut überlegen müssen, ob sie Einfluss nehmen wollen auf diese Politik der USA oder ob sie eine gestaltende europäische Politik machen wollen. Und da haben wir ja viele und gute Voraussetzungen, aus diesem europäischen Kontinent unter Einschluss Russlands eine Region des Friedens zu gestalten. Das ist ja doch alles drin und das ist eigentlich doch logisch, wenn man das den Menschen erklärt, dass das doch viel besser ist, als gegeneinander aufzurüsten. Und wenn man ihnen das erklärt, verstehen sie es ja auch. Nur die Propaganda ist eben nach wie vor, das wurde ja schon gesagt, die ist eben so schlimm, dass einfach behauptet wird, dass Russland uns irgendwann angreifen wird. Und die Chinesen sowieso, denn traut ja auch niemand über den Weg. Also das ist ungefähr die Lage jetzt aus meiner Sicht. Die neue Situation, die Sie gerade beschreiben, könnte man auch als eine Zwangslage sehen. Wenn wir uns diese gegenwärtige Periode anschauen, können Sie über den Status der wichtigsten Nuklearabkommen heute sprechen? Welche wurden abgeschafft und welche sind noch wirksam und für wie lange? Was ist der Stand der Atomwaffenarsenale der Großmächte heute? Und sind wir Ihrer Meinung nach in einer ähnlichen, einer schlechteren oder einer besseren Situation als während des Krefeld-Appells? Wir sind in einer völlig anderen Situation. Und um es mit dem Krefelder Appell anzufangen, der entscheidende Vertrag, den der Krefelder Appell mit bewirkt hat, der Vertrag zur Abschaffung aller Mittelstreckenraketen in Europa bis zur Reichweite von 5000 Kilometer, ist von dem US-Präsidenten aufgekündigt worden. Das ist eigentlich der einzige wirklich atomare Vertrag, der als Abrüstungsvertrag zu bezeichnen ist, weil er nämlich eine Kategorie von Atomwaffen vernichtet, vollständig beseitigt. Alles andere sind im Wesentlichen Rüstungskontrollverträge. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen einzigen Rüstungskontrollvertrag. Das ist der sogenannte New START-Vertrag. Der endet aber Februar 2021. Und die Hoffnung, die stirbt er als letztes, ist ja, dass ein möglicher neuer Präsident der USA ihn durch seine Unterschrift verlängert. Er muss ja nicht mehr ausgehandelt werden, der muss ja nur verlängert werden. Ansonsten ist die letzte Zeit ja davon gekennzeichnet, dass man alle Rüstungskontrollverträge mehr oder weniger gekündigt oder hat auslaufen lassen, um nur ein paar zu nennen. ABM-Vertrag, der Vertrag, der die Raketenabwehrsysteme in Ost und West auf V2 begrenzt, ist gekündigt worden durch die USA. Der Open-Sky-Vertrag, ein Vertrag, der im Prinzip die gegenseitige Überwachung und damit vertrauensbildende Maßnahme zwischen Ost und West beinhaltet, ist durch die USA gekündigt worden. Der Vertrag über die Abreduzierung konventioneller Waffen ist von den meisten NATO-Staaten nicht ratifiziert worden. Also wir haben eine Situation, die wir seit den 60er Jahren nicht mehr hatten, dass das Rüstungskontrollregime, so begrenzt das ist noch lange kein Abrüstungsregime, dass dieses Regime weitestgehend beendet worden ist. Ich habe jetzt noch nicht über den Iran, über das Iran-Abkommen geredet und ich bin erst recht noch nicht in das Klimaabkommen gesprungen. Also das ist die Situation. Die Situation ist die, dass der Multilateralismus, der die Jahre bis 2008, 2009 bestimmt hat, der nicht nur positiv ist, wie man an bestimmten Handelsverträgen sehen kann, dass der beseitigt worden ist mit dem Slogan America First, hat man dieses System von Rüstungskontrollmaßnahmen vollständig zerschlagen. Was dazu führt, dass die atomare Kriegsgefahr, die Doomsday Clock,
Der Atomwissenschaftler zeigt das ja, das sind alles Frieden, alles Nobelpreisträger, steht auf 100 Sekunden vor 12, dass die so groß ist, wie sie selten zuvor war. Damit haben wir eine völlig andere Situation als in der Kalten Kriegssituation. Ich will es mal zugespitzt sagen, die Kalte Kriegssituation hat sich für mich immer noch dadurch ausgezeichnet, dass verantwortungsvolle politische Führer im Zweifelsfalle noch die Kurve gekriegt haben. Selbst bei der Kuba-Krise war das noch der Fall. Jetzt sehe ich zumindest bei der einen Weltmacht keine verantwortungsvolle politische Führung mehr, sondern sehe absolute Harakiri-Politik. Und die macht die Situation aus meiner Sicht nach so ungeheuer gefährlich und neuartig. Und die Reaktion darauf ist meiner Sicht nach die Notwendigkeit, die weltweite Friedensbewegung wieder unter die neuartigen Bedingungen neu zu entwickeln. Und da hat natürlich angesichts von 2 Billionen Rüstungsausgaben und den ganzen ökologischen, sozialen Katastrophen dieser Welt die Frage der Rüstungsausgaben eine höhere Dimension, als sie in den 80er Jahren gehabt hat. Bleibt noch der Hinweis, dass es ja auch Krieg aus Versehen geben kann. Ja. Wir hatten das ja einmal, als die sowjetischen Systeme schon den Anmarsch von Atomraketen signalisiert hatten und dann der Verantwortliche das einfach ignoriert hat und das nicht weitergegeben hat und nicht den Gegenschlag ausgelöst hat. Ja, wenn der nicht so geistesgegenwärtig oder mutig gewesen wäre, einfach nicht mitzumachen, dann hätte das wahrscheinlich schon damals den Atomkrieg ausgelöst. So, und aus all diesen Gründen haben wir, ich habe schon mal darauf hingewiesen, von dieser neuen Initiative Abrüsten statt Aufrüsten jetzt neue Zeichen gesetzt. Wir werden am 5. Dezember in der ganzen Republik in möglichst vielen Städten wieder auf die Straße gehen. Denn die Kunst der Friedensbewegung besteht ja nicht nur darin, dass sie klug analysieren, das können sie immer. Aber die Kunst besteht auch darin, wieder möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen. Und das werden wir am 5. Dezember in vielen Städten und Gemeinden der Bundesrepublik schaffen. Das haben wir hier am Sonntag beschlossen in einer Konferenz, die beeindruckend war, weil sie von breiten Kreisen getragen war. Wir haben das auch hier noch einmal festgehalten, wer da alles dabei war. Und dass die Gewerkschaften dabei eine viel größere Rolle spielen, als das früher der Fall war, zeigt sich ja nicht nur daran, dass wir hier im Büro des Vorsitzenden sitzen, sondern dass insgesamt die Gewerkschaft diese Sache unterstützen werden und auch schon unterstützen. Welche Folgen hat es für unser Gesellschaftssystem, wenn Staaten miteinander um die jährliche Erhöhung des Militärhaushalts einschließlich des Nuklearhaushalts konkurrieren? Was ist bei anderen Kosten der wahre Preis oder die Opportunitätskosten eines ständig steigenden Nuklear- und Militärbudgets? Ich will es mal allgemeiner sagen. Militarismus zerstört Gesellschaften. Militarismus zerstört das erste Mal die Demokratie, weil es zu autoritären Strukturen führt und autoritäre Strukturen als Grundlage hat. Militarismus zerstört soziale Sicherheitssysteme, weil das Geld nur immer einmal ausgegeben werden kann, entweder für Soziales oder für Rüstung. Militarismus zerstört Bildung und Wissenschaft, weil es einen allumfassenden emanzipatorischen Wissenschaftsbegriff negiert zugunsten von Rüstungsforschung und Forschung für Krieg. Und Militarismus zerstört die Umwelt, A, durch die Truppen, durch die Manöver, durch das Vorhandensein, durch die gesamten Emissionen, aber natürlich auch, weil die notwendigen Finanzmittel nicht vorhanden sind. Und Militarismus zerstört die Gesellschaft nicht nur national, sondern international. Wovon sollen denn die Sustainable Development Goals bezahlt werden? Die UN hat ausgerechnet, dass die Sustainable Development Goals ca. 300 Milliarden für einen Zeitraum von 10, 15 Jahren verlangen, um sie in Ansätzen in diese Richtung entwickeln zu können. Können Sie da kurz einhaken, was die Sustainable Development Goals sind die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die einstimmig durch alle Länder der Vereinten Nationen verabschiedet worden sind, die beinhalten die Beseitigung des Hungers, die Ausrottung von Armut, die Beseitigung der wichtigsten Krankheiten, die Schaffung eines Gesundheitssystems, Zugang für Trinken und Wasser für alle Menschen und Beseitigung des allumfassenden Mülls überall auf den Weltmeeren und so weiter. Das sind insgesamt 17 Stück.
Und die Kosten dafür sind ausgerechnet worden durch die entsprechenden Gremien mit ungefähr 300 Milliarden pro Jahr angelegt auf 15 Jahre. Jetzt haben wir einen weltweiten Rüstungshaushalt von 2 Billionen. Wäre ja genug da Geld da, das zu bezahlen. Das heißt, entweder auch da gilt, das Geld kann entweder in diese Richtung oder in diese Richtung ausgegeben werden. Von daher stehen wir vor der ganz prinzipiellen Frage, entwickeln wir uns weiter in Richtung Militarismus und autoritäre Struktur oder schaffen wir den Dreh Richtung Abrüstung und eine sozial-ökologische, friedenspolitische Transformation. Was immer, und das will ich auch nochmal ausdrücklich unterstreichen, bedeutet, dass der Rüstungsexport als die Exporteure des Todes in anderen Ländern beendet werden muss. Also wenn wir jetzt auf Aserbaidschan, Armenien als jüngstes Beispiel gucken, das sind die Waffen von den gleichen Ländern, die auf beiden Seiten totschießen. Und profitiert hat die Türkei, Russland und teilweise auch Deutschland, die diese Waffen geliefert haben. Und diese Exporteure des Todes muss natürlich auch beendet werden. Also wir brauchen eine Zivilisierung der gesamten Konfliktsituation. Dann kommen wir von den von Ihnen genannten Fragestellungen, welche Richtung es geht, weg zu einer Umkehr. Dieses muss aber ganz eindeutig gegen Politik von den Menschen erzwungen werden. Sie hatten die Weltuntergangsuhr erwähnt, die jedes Jahr durch das Bulletin der Atomwissenschaftler aktualisiert wird. Diese wurde im Januar dieses Jahres auf, Sie hatten das erwähnt, 100 Sekunden bis Mitternacht gestellt. Wenn wir Mitternacht erreichen, bedeutet dies das Ende der Menschheit. Seit der Einführung dieser Uhr im Jahre 1947 haben die Wissenschaftler sie nie so kurz vor Mitternacht gestellt. Der erste Grund, den die Wissenschaftler aufführen, ist die Bedrohung, die von Atomwaffen ausgeht. Auch wenn die Menschheit noch nie näher am Ende war, sehen wir an dieser Front kaum Aktionen, sei es von politischen Parteien, Aktivisten, Journalisten und so weiter. Nur um des Vergleichs willen sehen wir mehr Bewusstsein und Mobilisierung, wenn es um die Bekämpfung des Coronavirus oder des Klimawandels geht. Warum ist dies Ihrer Meinung so und was können wir aus dem Krefelder Appell lernen, um die derzeitige Denkweise über die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch Nuklearwaffen zu ändern? Also erstmal muss ich sagen, der zweite Punkt, den die Atomwissenschaftler genannt haben, ist Klima. Weswegen sie auf 100 Sekunden vor 12, also die Bedrohung durch die Klimaveränderung. Von daher ist es nur toll, wenn Hunderttausende, Millionen junge Menschen wegen dieser Klimafrage auf die Straße gehen und dagegen protestieren, dass unsere Regierung völlig unverantwortlich damit umgeht. Und dass das Pariser Abkommen, das sowieso eher ein neoliberales Begrenzungsabkommen als ein wirkliches Abkommen für die Reduktion und Lösung des Konfliktes ist, Realität wird. Also von daher sind Millionen Menschen schon mal für eine der beiden Forderungen der Atomwissenschaftler auf die Straße. Das ist doch gut. Die zweite Frage ist, wie gelingt es, die innere Logik dieser beiden Fragestellungen zu verbinden? Weil sie nicht nur eine Finanzfrage ist, solange ich für Rüstung ausgebe, fehlt mir das Geld bei Klima, sondern auch eine Frage ist, wird erkannt durch unsere Gesellschaft, dass die Bedrohung mindestens auf zwei Beinen steht? Und dass dieses nicht erkannt wird, hat meiner Sicht nach ganz viel mit öffentlichem Bewusstsein und Transportierung dieses Bewusstseins zu tun. Wer redet wo über die Atomkriegsgefahr? Das ist doch ein relativ totes Kapitel geworden. Das heißt, die Aufgabe ist, die Atomkriegsgefahr wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Das ist unsere Aufgabe, weil das werden sicher nicht die Qualitätsmedien machen und leider machen es auch die neuen Medien aus meiner Sicht nach zu wenig. Also müssen wir es insgesamt versuchen, das wieder ins Bewusstsein zu rücken. Ich sehe diesen Appell der Atomwissenschaftler als Aufforderung, alles zu tun, dass die Klimabewegung weiter stärker wird, dass die Klimabewegung versteht, dass Klimadesaster ohne Frieden überhaupt nichts bringt und dass gleichzeitig die Friedensbewegung die atomare Gefahr stärker wieder in die Öffentlichkeit bringt, durch mehr Aktionen gegen Atomwaffen, also Bücher überall, muss wirklich Realität werden, dass man eben nicht nur in Büchel, sondern an ganz vielen Orten wieder gegen Atomwaffen demonstriert. Also wir erleben jetzt auch bei diesem Manöver, was ist das für eine Provokation? Nerven nicht, dieser zweite Standort hat man zugemacht und jetzt nimmt man es wieder als Manöver für das Trainieren von Atomwaffen einsetzen. Es ist doch eine ungeheure Provokation eigentlich, auf die man wieder reagieren muss. Aber reagieren kann man nur mit Aufklärung, mit Informationen und damit ist unsere Verantwortung beschrieben, die wir haben, die uns keiner abnimmt. Ich will nochmal sagen, dass ich finde, dass wir dadurch durch die stärkere Orientierung vor allem in der Gewerkschaften auf die Friedensfrage wieder
einen deutlichen Schritt weitergekommen sind. Da müssen wir ansetzen. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich. Denn für mich ist das Glas immer halb voll statt halb leer. Und ich sehe, dass viel Bewegung sich wieder auf den Straßen zeigt. Und ich sehe auch, dass die jungen Leute, die sich da vor allem um das Klima kümmern, auch zunehmend die Rüstungsproblematik thematisieren. Und wir, die wir die Rüstungsproblematik im Zentrum stehen haben, thematisieren auch zunehmend die Umweltfrage, sodass hier etwas zusammenwächst. Jetzt zitiere ich Willy Brandt, was zusammengehört. Und es gehört ja nun tatsächlich auch zusammen. Und wir werden dadurch weiterkommen. Und wir haben das bewiesen auch schon, dass wir auch aufeinander zugehen können und dass so alte Böcke wie ich mit 85 Jahren auch mit 15-Jährigen ganz gut zurechtkommen kann. Bevor wir abschließend noch ein bisschen näher über Zuversicht sprechen, weil das natürlich auch sehr wichtig ist, würde ich Sie gerne um einen Kommentar zur aktuellen Situation bitten. Wir sehen, dass die Ereignisse wie die Vergiftung von Alexei Nawalny Schlagzeilen machen, die die Beziehungen der USA und Europa zu Russland weiter gefährden und die Welt möglicherweise einem Atomkrieg näher bringen könnten. Warum sollte Putin die nationale Sicherheit Russlands in Bezug auf wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel Nord Stream Pipeline, gefährden und auch eine Eskalation mit den USA riskieren? Wie beurteilen Sie dieses Ereignis? Also ich will das mal aus der Position des Krefelder Appells sagen. Was ist denn die Alternative zur Konfrontationspolitik? Das ist eine Politik der gemeinsamen Sicherheit, die jetzt zur Zeit des Krefelder Appells unter anderem von Willy Brandt, aber auch Olaf Palme und Bruno Kreisky entwickelt worden ist und dann in dem Palme-Report, dessen 40-jähriges Jubiläum wir auch 2022 feiern werden oder begehen werden, wiederfindet. Ich muss mir nicht die russische Außenpolitik zu eigen machen. Und ich muss den Maas scharf kritisieren für eine widerliche Konfrontationspolitik ohne Argumente. Aber die Alternative zu beiden ist doch, wir müssen wieder zur Politik der gemeinsamen Sicherheit kommen. Ja. Meine Sicherheitsinteressen können nur realisiert werden, wenn ich die Sicherheitsinteressen der anderen Seite genauso ernst nehme wie meine und immer gucke, wenn ich um meine Sicherheitsinteressen mich bemühe, zu sehen, was sind die Sicherheitsinteressen des anderen und dann die Gemeinsamkeiten zu finden. Die können zuerst klein sein, die können durch Vertrauen, Zuwachs und Dialog größer werden. Das muss ich in den Mittelpunkt stellen. Und das ist die Herausforderung, meiner Sicht nach, die vor einer verantwortungsvollen deutsch-russischen Außenpolitik steht. Alles andere hat verheerende Folgen, und zwar für unser Land, für unsere Ökonomie, für unsere Arbeitsplätze. Und ich bin sehr froh, jetzt bleibe ich doch mal bei der russischen Position, dass der Herr Lavrov in seiner letzten Rede mal ganz eindeutig gesagt hat, Russland kann auch ohne Europa, überlegt euch das, was er tut. Und ob Europa ohne Russland kann, da würde ich gerne noch mal drei Fragezeichen dahin machen. Von daher meine Position dringend und schnellstmöglich zurück zur Politik der gemeinsamen Sicherheit. Also man kann dem Putin ja viel vorwerfen, aber dass er so dumm ist, jemanden zu vergiften, damit sich die Beziehungen zwischen Russland und der Bundesrepublik vergiften. So dumm kann ihn niemand erklären. Und dass er dann auch das Flugzeug zur Verfügung steht, dass die Vergifteten hierher bringt. Dass er dann auch das Flugzeug zur Verfügung steht, dass die Vergifteten hierher bringt. Also solche Provokationen dieser Art, die gab es immer. Ja. Die gab es vor jedem Krieg und die gab es bei jeder Zuspitzung. Und das gehört einfach zur Situation. Nur dass unsere so blöde sind, nicht sich mal die Unterlagen geben zu lassen und die Unterlagen auch nach Moskau zu schicken, damit man wirklich mal sachlich prüfen kann, wer den vergiftet hat. Denn das muss ja jemand gewesen sein, der entweder die Beziehungen vergiften wollte oder aber zusätzlich auch noch verhindern wollte, dass Wirtschaftsbeziehungen, zum Beispiel in Sachen Gas und so weiter und Öl, dass das zwischen Russland und Deutschland fließt oder Europa fließt, sondern dass die USA ihre viel schlechteren Rohmaterialien uns dann liefern. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun. Also diese Verurteilung, die ist sowas von dumm auch, dass ich eigentlich erwarte, dass unsere Politiker sich jetzt auch einmal von der Spitze der Kämpfer gegen den Putin wegbegeben und mal hin zur Vernunft kommen.
Bernie Sanders war der einzige US-Kandidat, der sich lautstark gegen die Ausgabe von Atomwaffen einsetzte. Er benutzte sogar den Begriff militärisch-industrieller Komplex und kritisierte den Beitrag, den die Vereinigten Staaten für ihr Militär im Gegensatz zum Gesundheitswesen und so weiter ausgaben. Joe Biden oder Donald Trump, die beiden Kriegshetzer, sind jetzt die einzigen beiden verbleibenden Präsidentschaftskandidaten. Wir haben eine Friedensbewegung, die nicht einmal den Bruchteil der Anhänger des Krefelder Appells hat. Und dann gibt es ein ständig wachsendes Atomwaffenarsenal. Wie können wir in diesen Zeiten optimistisch bleiben? Glauben Sie wirklich, dass der Frieden, wenn nicht in den kommenden Jahren, in den kommenden Jahrzehnten zumindest erreicht werden kann? Also Friedensbewegung ist ja keine ganz junge Bewegung. Die Friedensbewegung ist, also ich bleibe bei der neuen Friedensbewegung, Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Krieg und Bertha von Suttmar entstanden und entwickelt worden ist. Diese Friedensbewegung ist eigentlich eine Loserbewegung, weil wir im Prinzip fast immer die Kernauseinandersetzung verloren haben. Wir haben den Ersten Weltkrieg nicht verhindert, wir haben den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert, wir haben viele andere Kriege nicht verhindert, einige vielleicht verkürzt wie den Vietnamkrieg. Trotzdem hat die Friedensbewegung ganz, ganz viel geschafft. Und in den letzten 70 Jahren hat sich verhindert, dass es einen Atomkrieg gibt. Und viele sagen, und da schließe ich mich an, Heinrich Böll hat es ja auch aufgeschrieben, der gesagt hat, wenn wir damals nicht auf die Straße gewesen wären, würde ich heute nicht mehr leben. Das hat er kurz vor seinem Tode gesagt. Ich glaube, es ist eine richtige Einschätzung. Wir haben damals den Atomkrieg verhindert und wir können heute die Wende erreichen. Und zwar, weil wir verschiedenste Fragen zusammenbinden können zu einer großen sozial-ökologischen Friedenstransformation. Und da haben wir einen großen gesellschaftlichen, nationalen und internationalen Rückhalt. Und diese Aufgabe steht vor uns, die verlangt das Zusammenführen der verschiedensten Bewegungen, verlangt aber auch, dass die Friedensbewegung insgesamt stärker und aktionsorientierter und damit auch deutlich jünger wird. Und diese Aufgabe können wir uns, solange wir es können, nur stellen, und können das Beste dafür tun, dass es gelingt. Und mein Optimismus kommt daher, dass die Friedensbewegung eigentlich immer dann, wenn es spitz auf Knopf stand, ihrer Verantwortung gerecht geworden ist und sich wirklich massenhaft und hochinteressant und hochpolitisch in die Auseinandersetzung eingemischt hat. Ja, hoffen wir, dass die Wahl da das geringere Übel bringt. Also zur USA, da kann ich nur sagen, für mich ist es keine Wahl zwischen Trump und Biden, sondern es ist eine Anti-Trump-Wahl, wenn Biden gewinnen sollte. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen sozialen Bewegungen, weil keiner die Illusionen hat, die man unter Obama hatte, und verhindert, dass die USA in eine, und jetzt zitiere ich bewusst meine amerikanischen Kollegen, weil ich diesen Begriff nicht benutzen würde, Faschisierung der Gesellschaft abgleitet, die mit einem weitere vier Jahre mit Trump relativ unweigerlich verbunden werden. Und daher kann ich nur hoffen, dass der Wechsel friedlich verläuft und dass es gleichzeitig dann wirklich zu neuen Aktionen der amerikanischen sozialen Bewegungen kommt, hoffentlich in enger Zusammenarbeit mit den europäischen und mit den weltweiten. Herr Trapp, Sie hatten die Initiative Abrüsten statt Aufrüsten erwähnt. Könnten Sie abschließend unseren Zuschauern vielleicht noch etwas über diese Initiative erzählen und wie man sich dort engagieren kann? Ja, also die Initiative Abrüsten statt Aufrüsten hat ja den Krefelder Appell auch während ihrer Tagung hier so weit thematisiert, dass immerhin die Frankfurter Rundschau geschrieben hat, dass das Ganze auch im Zeichen des Krefelder Appell gestanden hat. Also insofern kann man sagen, dass viele Erkenntnisse, die schon hier thematisiert wurden, dass man Brücken bauen muss, auch untereinander, dass die auch in dieser Initiative Abrüsten statt Aufrüsten, dass die da einfließen werden und dass wir uns auch da verständlich machen können. Der Start war gut bisher. Die relevanten Kräfte haben mitgemacht, sie unterstützen das und das wird auch weitergehen. Und die wichtigsten Punkte werden thematisiert und das ist einfach, dass die Bundesrepublik Deutschland dem UNO-Abrüstungsabkommen
Abrüstungsbeitrag für Atomwaffen beitritt, dass wir die Auslandseinsätze einstellen, die Waffenexporte und so weiter. Das sind alles relevante Forderungen, die im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen. Und auch insofern bin ich zuversichtlich, dass wir, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen, sagen können, es hat sich ganz gut entwickelt. Herr Trapp, Herr Braun, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.